Hallo, herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Willkommen zu einem Update. Heute ein Tag nach dem nach der Brexit-Parlamentsentscheidung. Im Prinzip ein Non-Event für den Markt, wie ja fast erwartet. Und grundsätzlich der Markt in den letzten Tagen, wenn man es allgemein sagen will, in einer Range. Es ist relativ wenig Bewegung, vor allem am heutigen Tage. Und wir brauchen eine neue dynamische Entladung. Im DAX wären das die zwei Level, die hier sehr offensichtlich sind in Bezug auf neue Dynamik. Und zwar bei 10.960 rund auf der Oberseite und eben auf der Unterseite hier diese Zone zwischen 810 und 780. Die muss nach unten brechen, damit dementsprechend ein Retest, also ein zweiter Anlauf in Richtung 10.600 dann hier erfolgen kann. Die Möglichkeiten, also wir haben es gestern besprochen, wäre weiterhin intakt, und zwar für die Bullen eben, dass man durch diesen Doppelboden am Montag eine Rallye hatte, die sogar ein neues Hoch eben generieren konnte. Dann haben wir gestern einen tiefen Rücklauf im Markt gesehen. Die Zone im Bereich 830, 840 haben wir angesprochen in Bezug eben auf die Wichtigkeit. Und man kann sagen, dass diese Zone gehalten wurde und wir haben wiederum eine Rallye bekommen. Durch diese Rallye haben natürlich jetzt auch wieder die Bären die Möglichkeit zu agieren. Und zwar, wenn man den Hochpunkt eben von gestern als Kontroll- oder Stop-Marke eben nimmt für jegliche bärische Aktivität. Das würde bedeuten, wir haben einen Rücklauf, Gegenbewegung, und der Markt würde sich dann anschicken, in die nächste Impulsbewegung zu gehen und eben diese Zone 680 zu brechen und eben dann weiter hier runter zu handeln auf den Treffer hier des Ausgangshochs der ganzen Rallye. Das ist eine Option. Die andere Option eben für die Bullen, da ist es genau umgekehrt. Wir haben eben diese Rallye. Wir haben bereits einen Rücksetzer, jetzt wiederum eine Rallye, wiederum kleine Rücksetzer. Man kann das Spiel dementsprechend einfach fortsetzen. Man kann mit dem FIBO wiederum hier arbeiten. Man sieht, dass eben das heutige Tief hier gegen 10 Uhr genau auf dem 61er Retracement von dieser Bewegung war. Und ausgehend eben davon, von diesem Rücksetzer, haben die Bullen auch hier wieder die Chance, dann tatsächlich hochzuhandeln und ein Kaufsignal eben zu generieren über die 10.960. dann anzusteigen. Das wäre dann der dritte Versuch. Man sagt ja auch so schön, auch an der Börse, alle guten Dinge sind drei. Hier sollten wir dann das Ganze durchbrechen können, also diesen Widerstandsbereich. Das Ganze gilt es abzuwarten. Wir haben im Prinzip im US-Markt ganz gute Vorzeichen, dass dieses Unterfangen hier gelingen kann, solange eben diese Zone auf der Unterseite im DAX nicht unterschritten wird. Also das ist die Zone. Und im US-Markt, also ganz gleich, ob S&P oder Dow, jeweils dieselbe Situation. Was auffällt, ist praktisch diese Bewegung seit dem 8. beziehungsweise seit letzter Woche eben, dass wir hier in einem Keil hochlaufen. Also wir haben höhere Hochs und höhere Tiefs, das passt. Der Trend ist intakt, weil wir eben kein tieferes Tief machen. Letztendlich ist das die Voraussetzung, dass dieser Keil bricht und eben eine größere Korrektur dann ansteht. Solange das nicht der Fall ist, hat der Markt dementsprechend die Chance, weiter steigen zu können. Hierfür brauchen wir dann den Tageschart, um das Ganze dann nochmals uns anzuschauen. Ich lösche mal hier die Vorkehrungen, damit wir den Tageschart gut sehen. Und zwar haben wir im Tageschart eben
diese Zone, das war diese Schiebezone vor diesem großen, ich nenne ihn mal Crash. Und im Prinzip ist eben eine Rücklaufbewegung am besten in die Mitte der Range vorteilhaft. Und zwar kann man hier mit einem FIBO arbeiten, also diesen letzten Abverkauf eben messen. Und dann sieht man, okay, das 61er Retracement, da wäre der Markt unterwegs, weil er eben über das 50er hier gelaufen ist. Und dieses findet sich bei 24.430, das wären knapp 2%, die der Markt hierauf sogar noch Luft hat. Und eben über den Intraday-Verlauf, solange diese Zone oder dieser Sachverhalt, höhere Hochs, höhere Tiefs, weiter besteht, sollte das Ganze hier weiter favorisiert werden und einfach die Geduld dann siegen, dass eine Korrektur, wenn überhaupt, später kommt. Grundsätzlich, was ebenfalls über den Tageschart interessant ist, Moment, ich gebe noch die Extension Levels ein, und zwar in den Extension Levels, wir haben das 161er hier jetzt gestern eindeutig verlassen, auch über den Tagesschlusskurs. Im Prinzip wäre die nächste Zone dann das 200er und 223er. Das würde dann auch mit unserem 61er kombiniert auftreffen und dann eben als Bonbon noch das 261er, wenn der Markt so viel Platz und Luft hat, welches bei 24.805 liegt. Über den Tageschart, also ist grundsätzlich interessant, auch dann für die Jahresentwicklung an sich. Also was man erkennen kann von dem Jahreshoch 2018, dass wir ja theoretisch in einer Dreierfasson abverkauft haben. Also wir haben hier diesen ersten Schub, dann eben die ABC-Korrektur in der C-Welle, die eben den Hochpunkt nicht überschritten hat. Und dann eben dieser massive Abverkauf, also ganz klare Dreierstruktur in diesem Fall. Letztendlich, was interessant wäre, wenn der Markt hier so eine Impulsbewegung eben hinlegen würde. Und dann, also das Ganze kann sich bis in den Frühling hinein im Prinzip weiter ausdehnen, bevor dann eben eine größere Korrektur erst ansteht. Also das ist ebenfalls eine Option, dass wir eben diese Dreierbewegung fertig haben und wir basteln an einem V-Boden, wie man es so schön nennt. Das Ganze lässt sich dann so darstellen und ja, mit dem Erreichen eben dieser wichtigen Zonen als Schaltstelle für einen neuen Bullenmarkt, das hier ist die Schaltstelle für einen neuen Bullenmarkt, dass man eben da hochläuft, dann die erste Reaktion, die scheitert, dann dementsprechend eben kein neues Tief und sollte dann diese Zone halten, ein weiterer Versuch, hier mit einem Anstieg einen neuen Bullenmarkt dann zu erzeugen. Das ist ebenfalls vorstellbar, also ohne größere Pausen, direktes Durchhandeln in Richtung 26.000. Aktuell, wie gesagt, das ist noch ein Tick Zukunftsmusik. Wir werden dementsprechend erstmal diese Zone hier beobachten und eben weiter Tief- und Hochpunkte abwägen, ob ein Trend intakt ist. In dem Falle ist er noch intakt und der nächste Schub kann hier folgen und das Ganze dann auch abgeleitet für den DAX. Also Ausbruch über die 10.69 würde Luft verschaffen, erstmal bis 11.50 und dann auch hier über den Tageschart. Wir haben im DAX hier diese Zone aus dem letzten Jahr, die dann als wichtiger Widerstand fungiert. Hier diese 10.700, das sind einmal diese drei Tiefpunkte aus dem Februar und März und dann eben hier diese zwei Hochpunkte aus dem November und Dezember, die eben diese Zone hier dann als große Schaltstelle etablieren. Und sollte der Markt die 11.50 ebenfalls überwinden, ist das die Zielzone. Und auch hier wäre selbe Situation langfristig, dass wir eben an einem Impuls hier dann arbeiten würden
ich zeichne den mal schematisch auf, damit man sich das in etwa vorstellen kann. Also wir haben hier den ersten Anstieg, Korrektur, wir bekommen Ausbruch, Gegenbewegung und handeln dann in Richtung 11,7, möglicherweise einen Tick höher, für diesen ersten Impuls. Dieser erste Impuls, der wird dann dementsprechend korrigiert, bevor dann das Ganze sich weiter fortsetzt und zum Jahresende dann möglicherweise eine Jahresendrallye dann wie gehabt auslösen kann, das aber auch noch sehr weit in der Zukunft. Aber grundsätzlich diese Position sehr interessant und solange die Folge eben aus den Intraday-Bewegungen anhält, durchaus realistisch. Okay, soweit die Ideen, Updates. Ansonsten ja, schauen wir, dass das Ganze wieder schwungvoll wird und wir warten auf neue Impulse vom Markt. In dem Sinne erstmal, good trades, viel Erfolg und Ade.